Ich bin David Merznich, der Product Manager von Helmut. Wir sind hier auf der IBC 2019, um die komplett neu und redesignte Version vorzustellen. Wir haben ungefähr vor 6 Monaten, kurz vor der NRB, uns entschieden, die Technologie zu ändern, weil wir das Feature-Set im Laufe der letzten paar Jahre extrem erweitert haben über die ganzen Kundenwünsche, die wir gesammelt haben. Wir haben sehr viel zugehört. Es ist alles Linux-basiert jetzt. Wir haben ausschließlich Docker-Container am Laufen. Es sind ungefähr 15 bis 20 Stück. Das heißt, wir haben eine State-of-the-Art-Technology, die jetzt mit Microservices arbeitet. Und wir haben 4 Produkte im Portfolio unter Helmut 4 jetzt. Bekanntermaßen immer noch FX als Project Management. Wir haben immer noch I.O. in einer komplett überarbeiteten Version. Und wir haben jetzt 2 neue Produkte. Eines heißt Cosmo, eines heißt Housekeeper. Wenn man jetzt zum Beispiel sich FX ansieht, dann haben wir hier das Project Management, wie es vorher war. I.O. ist jetzt auch so designed wie FX. Das ist Cosmo. Cosmo ist eine Datenbank, in der wir alle Daten über indexierte Projekte darstellen. Als Beispiel sehen wir hier die ganzen Projekte, die die Editoren bearbeitet haben. Und wir sehen, welche Größe diese Projekte haben. Und wenn ich eines dieser Projekte öffne, dann sehe ich, welche Inhalte in diesem Projekt sind, ohne dass ich das Projekt öffnen muss. Das eröffnet natürlich ungeartete Möglichkeiten. Wir können zum einen sagen, ich kann über das Webinterface auch eine Sequenz exportieren, weil wir unsere Renderfarm, den I.O., einfach ansprechen und benutzen. Ich muss Premiere dafür nicht öffnen. Ich kann genauso gut sagen, okay, ich möchte ein Asset in dieses Projekt hinzufügen. Das Projekt ist aber gar nicht geöffnet und das möchte ich über einen VPN-Tunnel, übers Web machen, aus Afrika. Und schon kann ich von Afrika bis ins Premiere-Projekt automatisiert importieren, ohne dass ich das Projekt jemals geöffnet habe. Und darüber hinaus nutzen wir diese Informationen, um zum Beispiel über Cronjobs und Aufgaben, die gescheduled sind, Workflows abzufahren. Wir können zum Beispiel entscheiden, am Freitagabend alle Projekte, die älter als 30 Tage sind, zu analysieren und eben wieder in der Stream Engine nach Conditions aufzuteilen und zu sagen, welchen Namen hat es denn, von wem war es denn und ist es aus einer bestimmten Gruppe, dann soll es in einen bestimmten Workflow reingehen, der sagt, ins Archiv bringen, alle Assets bitte löschen und im MAM-System einen Eintrag auf den Assets machen, dass diese gelöscht wurden. Sind sie aus der Gruppe Sports, dann werden sie bitte kopiert als Duplikat auf einen ganz anderen Share und das läuft vollautomatisch. Oder wir sagen, Freitagabend müssen von allen Projekten Sequenzen exportiert werden und Cutlisten gemacht werden für die GEMA. Es ist komplett web-based. Wir haben einen Einstiegspunkt an dieser Stelle. Der Login kann entweder in FX erfolgen, in I.O., in Cosmo und in Housekeeper. Wir können die Applikation hier oben wechseln. Man ist dadurch in einem Interface. Man hat einen Zugriff, alle Module, alle Oberflächen funktionieren immer nach einem ähnlichen Muster. Das heißt, ein Einstieg ist sehr, sehr einfach in die Produktpalette und auch jedes neu hinzukommende Produkt in Zukunft wird so gestaltet sein. Wir haben nur noch eine Web-Oberfläche, die mit dem Server kommuniziert über einen kleinen Connector, den wir hier oben sehen. Dieser Connector ist alles, was wir noch als Applikation übrig haben. Sprich, wir können auch Rollouts und Updates in einem laufenden Betrieb relativ einfach und schnell machen, ohne neu ausrollen zu müssen, weil dieser Client sich eigentlich nicht mehr verändert. Das ist eine kleine Applikation, die nur noch kommunikativ mit dem Server arbeitet. Die Linux- und Docker-Umgebung plus dieser eine Connector führen dazu, dass wir komplett ohne Downtime Updates fahren können. Wir können also auch einen Feature Request oder auch einen Bugfix dem Kunden anbieten, ohne dass wir jemals wieder das System runterfahren müssen. Die Lizenzen, die wir vergeben, sind übergreifend nutzbar. Das heißt, man kann mit einem Produkt starten, Lizenzen kaufen und in den anderen Produkten verwenden.